Wie wird man Mitglied der Familie Gottes? Auf jeden Fall nicht, indem man sich's verdient. Indem man irgendwelche Leistungen erbringt, um dazu würdig zu sein. Das ist eine Falle, in die durchaus viele Leute hineintreten. Sie denken, wenn ich irgendwie gut genug bin, wenn ich genug leiste, wenn ich genug tue, Positives, Gutes, dann bin ich würdig, zur Familie Gottes zu gehören. Aber das ist der grundsätzlich falsche Denkansatz, weil kein Mensch kann sich das verdienen, kann das leisten, zur Familie Gottes zu gehören. Nein, in die Familie Gottes kommst du hinein, indem du hineingeboren wirst. Nicht durch Leistung, sondern durch eine Neugeburt. Wenn du neu hineingeboren bist in die Familie Gottes, dann bist du dort ein Baby. Was macht das Baby? Es leistet nichts, es tut nichts Großartiges, es macht nichts, um sich irgendwie verdienen zu müssen, dass es jetzt hier wert ist, in dieser Familie aufgenommen zu sein. Nein, es ist einfach hineingeboren und es gehört dazu. Diese Neugeburt ist etwas, was Jesus uns anbietet. Wenn wir ihn als unseren Herrn und Retter annehmen, werden wir von neuem geboren. Jesus spricht darüber, als er mit Nikodemus im Garten spricht und sagt beispielsweise: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Er kann nicht dazugehören, er ist nicht Bestandteil davon. Er muss hineingeboren werden in das Reich Gottes oder in die Familie Gottes. Wenn das nicht geschieht, ist er nicht drin. Wenn du Jesus als deinen Herrn und Retter angenommen hast, gehörst du zur Familie Gottes. Egal, was du leistest oder wie auch immer. Und du darfst wachsen, du darfst dich entwickeln, du darfst immer mehr in eine Reife hineinkommen. Natürlich, du sollst nicht als Baby dort bleiben, aber nicht durch deine eigene Leistung, sondern durch das, was Jesus für dich getan hat. Wenn du in der Familie Gottes bist, bist du ein Erbe. Und die gesamten Ressourcen dieser Familie, des Reiches Gottes, stehen dir in einem gewissen Sinne zur Verfügung. Und das ist etwas, was kein Mensch sich verdienen kann. Und was du nicht durch Leistung dir erarbeiten kannst. Du musst verstehen, dass Jesus es für dich getan hat und das für dich akzeptieren. Er ist derjenige, der den Preis bezahlt hat. Er ist derjenige, der den Weg gebahnt hat, auf dem du gehen kannst. Er ist derjenige, der dir ermöglicht hat, in die Familie Gottes hineingeboren zu werden. Durch das, was er getan hat, nicht durch das, was du getan hast. Komm davon weg, dass du denkst, du musst irgendwas leisten, um würdig zu sein, zur Familie Gottes zu gehören. Das wirst du niemals erreichen, das wirst du niemals schaffen. Schau auf das, was er getan hat. Akzeptiere einfach, dass du zur Familie Gottes gehörst und dass du wächst, dort immer mehr hineinkommst in die Fülle, die Gott für dich hat. Und dass du das Erbe, was Christus für dich ermöglicht hat, immer mehr in Anspruch nimmst. Ich glaube, Gott hat mehr für dich.